Besucherandrang am letzten Sonntag im Bürgerhaus Neuer Markt. Nach dem Erfolg der ersten Aufführung vor einer Woche sollte auch der zweite Abend vor ausverkauftem Haus gespielt werden. Alles geklaut ist eine große Musikkomödie um den alternden Komponisten Andy Leinweber. Getragen wird der Abend von einer brillanten Band der Musikschule, zwei weiteren Hauptdarstellern und wenigen Gesangssolisten. Alles andere ist Gruppe mit Einzelgesang. Das heißt, im Prinzip handelt es sich, wenn man es bösartig formulieren wollte, um eine Nummernrevue mit Moderation. Ines Thoma als Tochter Bärbel führt als manchmal an ihrem Vater verzweifelnde Moderatorin durch den Abend. Alle Akteure auf der Bühne und manchmal auch davor und daneben, die Sänger und Tänzer, sind Mitglieder der Städtischen Schule für Musik und Darstellende Kunst in Bühl. Jeder Jugendliche ist anders und jeder bringt andere Vorkenntnisse mit und ist einfach eine Herausforderung für mich, für jeden das Gewisse rausholen, dass sie gut auf der Bühne ausschauen. Begeistern mussten wir niemanden, die kamen begeistert. Und es sind ungefähr 40 Akteure plus die Band, plus die Besenkombo. Also es ist ja schon eine Menge Mensch da oben. Schon seit 10 Jahren bringt die Musikschule unterschiedlichste Musicalstücke mit eigenen Leuten auf die Bühne. Alles geklaut ist das 6. in der Reihe nach unter anderem Grease und der kleine Horrorladen. Ein neues Element ist, dass dieses Stück speziell für Bühl, für die Region auch geschrieben wurde. Das Buch stammt von Peter Espelöhr. Und wir haben festgestellt, dass es eine unglaublich gute Werbeplattform auch ist für das Image unserer Städtischen Schule für Musik und Darstellende Kunst. Und es war von Anfang an unser Bestreben, hier Fuß zu fassen, uns hier zu positionieren und Bühl eben auch als Musicalstadt bekannt zu machen. Nicht nur die vielen 100 Zuschauer im Bürgerhaus Neuer Markt waren begeistert von den Akteuren, auch der Autor und Regisseur ist voll des Lobes für seine Amateurdarsteller. Mangelndes Handwerk, das kompensieren sie mit Zuneigung und unorthodoxen Ansätzen, und man lernt ganz viel als Profi, und unterm Strich ist die Arbeit mit Laien oft erfreulicher als mit Profis. In Bühl ist es ein sehr positiver Weg. Wir haben unglaublich viel positive Resonanz bekommen und freuen uns darauf, dass wir mit 50 Mitwirkenden hier wirklich eine tolle Show auf die Bühne stellen können. Wir stellen fest, Vorhaben gelungen. Die 6. große Musical-Show der Musikschule Bühl wurde eine kurzweilige Komödie mit beeindruckenden, talentierten Solisten. Auch von uns Applaus.